Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auf Macmillan unterwegs und wir sind wieder mit Ace unterwegs, denn gestern wurde doch die Daily auch überhaupt noch nicht fertig gemacht. Wir sollten doch ein Ausgangstor öffnen und abhauen. Und ja, das haben wir halt eben nicht gemacht. Deswegen sind wir jetzt nochmal mit Ace am Start. Killer hat hier schon in der Nähe mal vorbeigeschaut. Hinten ist der Killer, glaube ich. Ich nehme mal eben hier das Totem weg. Wir sind gegen Legion. Ach, das ist ja die Map von gestern sogar, oder? Auf der haben wir doch gestern, meine ich, auch gespielt. Alles klar. Grüße gehen übrigens raus an Rave Unicorn. Ich habe eben gerade erst, als es dann reingeladen hat, gesehen, dass du am Start bist. Hallöchen. Grüße, ne? Gut. Dann können wir jetzt hier in Ruhe weitermachen. Zwei Leute wurden von Legion schon mal angeschlagen. Und ich hoffe, dass die dann jetzt ein bisschen Legion hinhalten können. Da vorne rennt er rum. Ein Totem ist schon weg. Er hat kein Ruin dabei, interessanterweise. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das Setup aussieht. Nöd auf Ruin. Nöd auf Ruin, ja. Nöd auf Legion. Ist, glaube ich, eher selten anzutreffen. Ich habe übrigens Ass im Ärmel weggenommen. Er kommt doch da vorne hin. Nun gut, und dafür habe ich den kalten Rückenschauer dabei. Ah, da wird schon gerettet. Aber ich habe mir gedacht, ich habe ja sowieso wieder mein Medikit dabei. Irgendwie ist es denn so ein bisschen wasted, wenn ich Ass im Ärmel dabei habe. Und ich habe auf Ace aber irgendwie nichts Vernünftiges. Deswegen ist es jetzt der kalte Rückenschauer geworden. Dann kann ich immerhin sehen, wenn der Killer in meine Richtung schaut. Und die da hinten heilen sich. Okay. Ich weiß nicht, ich bin auch mit dem neuen Legion nicht so der größte Fan davon, sich gegen Legion hochzuheilen. Das Problem ist halt einfach, das sind 16 Sekunden, die es dauert, sich hochzuheilen. Und Legion kann einen halt einfach so schnell wieder in diesen Verletzt-Status bringen, wenn er seine Fähigkeit nutzt, dass ich mir denke, dass es Zeitverschwendung ist, die Sekunden ins Heilen zu investieren. Du kannst dann mit den anderen gegen andere Killer hast du meistens noch eine Chance, sie erstmal hinzuhalten, bevor du dann wieder geschlagen wirst. Gegen Legion, wenn er dich kriegen will, zack, geht er in seine Fähigkeit, scheißt auf Paletten, scheißt auf Fenster und hat dich. Aber ja, das ist halt, jeder hat eine andere Strategie, ne? Ich denke mir halt, das ist ein bisschen viel Zeit, die dabei raufgeht. Nun gut, ich habe aber auch, wir schaffen das dabei. Also ich kann die ja ziemlich schnell hochheilen. Vielleicht heile ich sie dann hoch, dann sind sie zufrieden. Ich denke mal, ich werde mich nicht hochheilen lassen. Es sei denn, jemand hat, wir schaffen das dabei. Mal gucken. Aber hey, erstmal muss Legion mich erwischen. Na gut. Aktuell zumindest sieht es relativ ruhig aus. Wir haben einen Generator komplett alleine gemacht. Wir haben jetzt hier den zweiten Generator schon wieder fast zur Hälfte fertig. Ich hoffe, dass die Teammates auch dran denken, dass man Generatoren machen muss. Rave Unicorn macht wahrscheinlich irgendwo Party. Bestimmt da oben im Dancefloor, ey. Hat ganz kurz in meine Richtung geschaut. Sehr gut. Da ist der zweite Generator durch. Fackett hat sich schon wieder von den tiefen Wunden erholen können. Das bedeutet, Lord John wird wahrscheinlich jetzt gerade verfolgt. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie eng die Generatoren hinten zusammenliegen. Wahrscheinlich wird ein Generator noch hier oben drin sein. Ah ja, da ist sogar der Mate. Ach, der wird sogar von Legion verfolgt. Legion guckt nochmal in meine Richtung. Wuhu! Oh Gott, da muss ich aber dann los, Legion, doch, wenn du einfach hier. Wenn du so einen Quatsch dabei hast hier, so geht's doch wohl nicht, Fräulein. Oh, das war gar kein Fräulein, ne? Ah, da ist der Disconnect. Gut, alles klar. Dann habe ich die Daily jetzt wohl auch nicht geschafft. Oh Mann. Also in letzter Zeit disconnecten sogar die Killer so häufig. Ich lasse euch den Spaß mal drin. Ihr erfreut euch da ja genauso dran wie ich. Und ich würde sagen, bis gleich, ne? So, weiter geht's, Leute. Hier mit Ace bei DBD. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich das so ankündige. Für euch ist ja eigentlich wahrscheinlich gerade mal nur eine Sekunde vergangen. Oh, ich bin die Obsession, Leute. Ich weiß nicht genau, ob der Killer sich gewünscht hat,
auf diese Map zu gehen oder ob es einer der Survivor war. Auf jeden Fall wurde ein Map-Offering für den Roten Wald gedroppt und wir sind hier gelandet. Nicht auf Muddys Behausung, sondern beim Tempel der Reinigung gegen einen begeisterten Biobauern. Oh, moin! Dann renne ich mal los. Ah, du wolltest mich gar nicht. Verstehe. Ah, Jane. That was easy, sagt sich der Billy. Ist der Keller da? Das wäre natürlich ein bisschen uncool. Guckt in meine Richtung. Gott. Ja. Ich fürchte, die kommt in den Keller rein. Wir verstecken uns mal hier. Er ist scheinbar... Naja, der ist... Der ist direkt am Start. Okay, Problem. Wenn er zurücksägt, könnte er direkt die Treppe runtersägen. Ich würde ganz... Oh, wow, er hat hinten jemanden... Er hat hinten jemanden umgesägt. Oh nein. Genau, ich habe nämlich... Wir schaffen das dabei. Okay, der Billy macht erstmal direkt Druck. So. Ich renne hier mal weg. So, wo ist der Bengel hin? Sag mir nicht, er ist... Sag mir nicht... Also er guckt nicht in meine Richtung. Sag mir nicht, er ist direkt wieder bei Jane. Das wäre natürlich jetzt irgendwie schon ärgerlich. Hast du versucht, dich selber zu befreien? Oh mein Gott. Na komm her. Dann komm nicht her. Ja, RIP. Der hat versucht, sich selber zu befreien, Leute. Und Billy startet Tunnel.exe. Okay, dann muss ich los. Sollte ein bisschen hier in der Nähe vielleicht nochmal bleiben. Damit ich halt nicht vom Barbecue verraten werde. Oh Gott, Kimcam, Alter, du bist auch hier, doch. Meine Güte. Einmal mit Profis. Versucht er sich einfach selber zu befreien. Was hat er da für ein Item? Eine Taschenlampe. Auf Ace brauchen wir eigentlich sowieso nicht so dringend die Items. Aber der Mann scheint mit der Kettensäge umgehen zu können. Ich glaube, bisher wurden seine Opfer immer... Obwohl eben der hier wurde gerade, glaube ich, umgeklatscht. Aber der war ja auch schon verletzt. Ja, könnte eine interessante, spannende Runde werden. Ich weiß noch nicht. Ich muss ja eigentlich noch immer das Ausgangstor öffnen. Ihr wisst, die Daily Quest, die wir gestern nicht geschafft haben. Ah, hier ist jemand in der Nähe. Der wurde aber... mit Maus 1 geärgert. Da vorne rennen sie rum. Jetzt hoffe ich mal, ist da noch eine Palette? Nee, der ist RIP. Schafft er nicht mehr. Ah, die lag direkt in der Palette. Shit. Das habe ich nicht so schnell gesehen. So, renn rüber. Du siehst doch die Jane bestimmt. Wo ist denn der Biber-Boss da mal hin? Okay. Ich hab, wir schaffen das dabei, Feng. Feng! Ich will meinen Sprintboost aber nicht wegwasten. So, jetzt hast du deinen Sprintboost weggeballert. Was hat dir das gebracht? Gar nichts! Oh nein, der andere wurde wieder erwischt. Okay, ich renne schon mal rüber. Die Überlebenszeit der Leute... Wenn der Billy sie erwischt hat, ist irgendwie nicht ganz so hoch. Ja, siehst du? Da liegt er wieder. Die nächste Person ist wieder am Boden. Und da vorne ist auch direkt ein Haken. Boah, doch nicht wieder in den Keller, du Schlingel. Da vorne war da auch ein Haken. Tu das denn not, dass du die Survivor immer in den Keller aufhängst. Na, ja, da trocknen die viel besser, sagt sich Billy so. So, weißt du, wie so ein... So ein guter Schinken, ey. Die Survivor müssen erstmal ein bisschen... So ein bisschen abhängen. Bevor sie gut sind. So, ja moin. Ich kann dich gerne oben wieder hochheilen, wenn du möchtest.
Sobald du irgendwo anhalten möchtest. So, jetzt kannst du von mir aus anhalten. Ich habe eine sichere Hakenrettung. Ach, einfach hier auf offenem Feld. Okay. ja. Der gute alte Heilbug. Aber ich kann jetzt da wieder doch hochhalten. Das ist auch mal wieder so geil, ne? Irgendwie so erstmal mega weit, also was heißt mega weit? 10 Meter gefühlt von der Shack wegrennen. Dann einfach dort stehen bleiben, so auf offenem Feld. So, ja, okay, ich glaube, hier ist sicher. Hey, dann hätte ich dich auch einfach direkt in dem Gebäude drin heilen können. Also, das macht, glaube ich, dann keinen Unterschied mehr. Wir schauen mal. The Billy? Ne? Okay. Jagt er schon wieder der Feng hinterher? Die hingen erst einmal, oder? Da vorne sind sie. Ja, das sieht so aus, als ob die da schon wieder im Kreis rennen. Können wir hier weggehen? Okay, M1. Da muss der wieder zum Schlag ausholen. Ach, aber der Billy macht das schon nicht schlecht, Leute. Muss man auch mal einfach so sagen, wie es ist. Okay. Nächste Person am Boden. Wo kommst du? Wo kommst du an den Haken? Okay, ich war mal wieder im Terrorradius. Okay, er will gegen den Generator treten. Da wird gerettet. Wie weit war der Generator hier denn? Ich glaube, meiner ist weiter. Naja, obwohl, nimmt sich nicht viel. Dann bleibe ich hier. Hier bin ich jetzt gerade. Dann kann ich hier auch bleiben und hier ein bisschen arbeiten. Ja, für uns ist das irgendwie eine sehr entspannte Runde. Ich bin irgendwie immer, wenn er jemanden erwischt, nicht in Reichweite für sein Barbecue. Und er hat mich bisher auch noch nicht gesehen. Ich glaube, hier kann ich jetzt sogar ganz geschmeidig erstmal am Generator bleiben. Ah, der gute alte Strike. Sehr gut. Tunnel.exe hat nicht gewirkt. Und damit bin ich auch nicht mehr die Obsession. Was auch immer das gebracht hat, dass ich die Obsession war. Ich gehe mal davon aus, dass es durch den Strike gekommen ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob der Billy noch irgendwie was dabei hat, was eine Obsession gibt. Oh, ich renne mal eben ran. Einfach nur, damit er mich durch Barbecue nicht sieht. Weiß nicht, ob das ausgereicht hat. Okay. Er guckt nicht mehr in unsere Richtung. Scheint gewirkt zu haben. Ach, hier kann man manchmal auch runterspringen. Das war mir auch noch gar nicht so bewusst. Fällt man dann ganz runter oder? Ne, man landet dann hier. Ist nicht so safe, ehrlich gesagt. Gut, was machen wir denn jetzt? Hier wäre noch ein Generator. Mal ein bisschen aufpassen. Ah, der Mate ist auch hier. Moin. Immer ein bisschen aufpassen, was und wo der Billy jetzt so rumwuselt. Kommt hierher. Ich hab Angst. Ah, ich hätte hier lang wegrennen sollen. Schade. Oh, ich werde jetzt wieder geslackt, weißt du? Mann, ey. Da lässt man sich am Ende einmal erwischen und der Billy dann so, oh, jetzt hab ich Grants, den slack ich erstmal wieder. Immer auf mich, ey. Häng mich doch auch mal auf. Ich habe das auch mal verdient. Sorry, so schnell. Hast du einen Insta hier? Nee. Oha, aber du kannst gerade ziemlich schnell hochheilen. WTF. Das hat geklappt. Das ist ja schon fast frech. Okay, das ist jetzt auch schon ein bisschen frech, oder? Aber vielleicht kann es ja klappen. Alter, Jane, ey. Pretty good job so far. Muss man ja auch mal einfach sagen. So, sie wird interessanterweise jetzt nicht mehr geslackt. Warum? Was habe ich denn... Warum bin ich immer der Typ, der geslackt wird? RIP Jane. Komm
Kommt er hierher? Ja. Ich zieh's mal durch. Ob er mich jetzt eine Sekunde früher oder später sieht, weißt du? Hä? Will er mich trollen? Oder weiß er, wo die Luke ist? Er weiß, wo die Luke ist, okay. Ja, dann bin ich wahrscheinlich tot. Weil er kann jetzt einfach schnell hochgehen, geht zu dem einen. Wenn ich da nicht bin, weiß er, dass ich beim anderen bin. Lass mich bitte noch das Tor öffnen für die Daily. Billy, er kommt. Er kommt! Oh mein Gott, wir kommen raus! Oh mein... Nein, schaffen wir nicht! Nein! So knapp vom Ziel! Mann, wir haben so eine schöne Runde gespielt, ne? Verdammt! Okay. Aber hey, nein, ich muss auch rauskommen. Oh, ich habe die Daily wieder nicht geschafft. Ich muss das Tor öffnen und rauskommen. Ach ja. Ich meine, der Billy hat ja auch nicht schlecht gespielt. Irgendwo hat er schon verdient, alle zu erwischen. Aber wir haben auch nicht schlecht gespielt. Und dann ist natürlich immer die Frage, wieso gönnt der Billy mir meine Daily? Ja, war das knapp, ey. Schade. Wenn mein Sprintboost Daily gewesen wäre, hätte Fahrradkette, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Fuchs noch bekommen. Ne? Naja. Naja, gut. Auch wenn ich weggerannt wäre, wäre keine lange Jagd geworden. Ich habe gesehen, hinten war noch eine Palette. Hätte ich aber, glaube ich, nicht mehr hingeschafft. Auch wenn ich... Ah doch, was? Öffne mit... Ja, nice. Ich dachte irgendwie, ich muss auch entkommen. GG. Wie heißen die Tore denn da nochmal? Immerhin haben wir noch die Daily fertig bekommen, ey. So, was hast du denn dabei gehabt? Uneinigkeit. Nicht schlecht. Uneinigkeit ist manchmal ganz interessant. Daher musste er eigentlich auch gewusst haben, dass wir da hinten dran waren. Da hat er aber ganz schön lange gebraucht, um zurückzukommen, interessanterweise. Braucht man nur zuschlagen, Barbecue und beständig. Und ja, war eine schöne Runde. Also hat echt gut gespielt. Ah, er hat doppelte Bewegungsgeschwindigkeit gehabt. Da dauert die Aufladezeit. Ihr seht, es verlängert leicht die Aufladezeit. Da dauert die schon relativ lang. Aber er kommt halt wie so eine Kanonenkugel angeschossen. Ich hatte eigentlich den Vorteil hier noch mit dem kalten Rückenschlag. Aber wie die Jane mich noch einmal hochheilen konnte. Verrückt. Das ist echt verrückt. Ja, und er hier mit 900. Wie bist du denn auf Rang 10 gekommen? Der hat bestimmt seit Freitag durchgezockt. Weil ja, das ist nicht sein Ernst. Okay, im Steam-Profil steht, dass diese Person 1,2 Stunden DBD hat. Wie hat er das denn so schnell auf Rang 10? Der muss ja hier Boosted des Todes sein. In 1,2 Stunden, das ist wie, what? Nicht schlecht. Der macht einen Speedrun, scheinbar. Alter Vater. Man startet doch... Auch bei dem freien... What the fuck? Warte mal, ich muss noch mal einmal ganz kurz anklicken. Vielleicht ist das auch... Ah. Okay, hab nichts gesagt, das ist ein Hacker. Der hat nämlich auch alle Achievements. Gut, alles klar. Ja, Leute, dann bin ich raus, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.